herzlich willkommen bei Landhausgarten. Heute habe ich ein Paket erreicht. Und zwar eine neue Pflanzenlampe. Das ist eine LED 70 Watt Lampe von der Marke Sunsi 40 Watt LED Grow Light. Und die packen wir mal zusammen aus. Ich brauche nämlich neue Lichter, gerade auch für die nächste Saison wieder. Der April, wisst ihr ja, wie das Wetter war, habt ihr auch selbst mitbekommen, war nicht so toll. Und viele Lampen, also viele Pflanzen standen deshalb auch nicht mehr unter der Lampe. Also das ist schon mal hier die Anleitung. Das ist das Farbbild, wie das arbeitet, die Lampe. Gucken wir das jetzt mal genauer an und suchen die deutsche Anleitung mal raus. So, ich habe die deutsche Anleitung gefunden. Hier gibt es mehrere Optionen, die Lampe auch zu befestigen. Ich blende euch einzelne Bilder gleich zum Schluss ein. Das ist dann ein bisschen verständlicher abgebildet in den einzelnen Bildern, wie wenn man das jetzt hier drauf hat. Ist wie gesagt eine LED-Lampe, die ist wasserdicht. Zu den Lampen, das ist eine ähnliche wie eine Tagesersatzlampe. Und zwar blende ich euch gleich ein, wie man das am besten befestigt. Zu den Daten muss ich sagen, es ist eine Vollspektrumlampe, die aus 17,4% Blaulicht besteht, knapp 37% Grünlicht, 38,8% Rot und 7,4% Fernlicht. Dies ergibt eine weiße Farbe, ein weißes Licht, das dem Sonnenlicht sehr ähnlich ist und die ist wasserfest, also da muss man halt nicht Angst haben bei Spritzwasser und ist vom Gewicht her auch sehr leicht. Ich hole sie mit euch mal raus, sie kommt gut verpackt zu euch nach Hause an, ist ein etwas kleineres Modell, kostet bei Amazon, habe ich gesehen, 73 Euro. Ich werde das auf jeden Fall alles gut austesten und dann meine Erfahrung zu dieser Lampe auch noch mal einzeln abgeben. Also mit im Lieferumfang ist halt die Lampe. Da gibt es drei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Blende ich euch wie gesagt noch ein Bild dazu ein. Hier ist einmal das Firmenlogo drauf zu sehen. Wie schon erwähnt, 70 Watt ist ein weißes Licht bestehend aus vier Farben. So sieht das einmal aus. Mit im Lieferumfang ist natürlich der Stecker und hier der Knopf für An- und Ausschalten. Auch wieder super verarbeitet von der Qualität, also kein Billigplastik oder so. Sehr gut, sehr guter erster Eindruck. Dann machen wir die Lampe mal an und schauen wir, wie sie leuchtet. Bevor ich die Lampe jetzt anmache, gibt es natürlich auch mit im Lieferumfang Befestigungsmaterial, was super wichtig ist, wenn man es gerade an der Decke anbringen möchte. Da habt ihr schon die Schrauben, den Haken und das Seil zum Anmontieren. Kann man aber auch aufstellen. Auch ein wahnsinnig helles Licht. Ich bin total beeindruckt. Sieht sehr schön aus. Kommt nicht so gut rüber auf der Kamera wie in echt, also hat ein richtig gutes, starkes, helles Weiß. Man sieht auch gar nicht das Blau und das Rotlicht. Auch eine sehr schöne Lampe, gerade weil wir auch eine sehr gute andere Lampe noch haben, die wir neu haben seit ein paar Monaten. Damit sind wir auch sehr zufrieden, aber brauchten ein bisschen mehr, weil natürlich das Frühlingswetter nicht so gut war und haben gesagt, wir brauchen zusätzliche Lampen noch für den anderen Tisch. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Wahl ist, da man die nicht unbedingt an die Decke montieren muss. Kann man machen, wenn man möchte. Blende ich euch gleich ein Bild ein. Man kann sie aber auch einfach so auf den Tisch abstellen und die Jungpflanzen, ob Zimmerpflanzen oder Jungpflanzen, damit beleuchten und die werden optimal versorgt.